Schaffhausen gibt es ein paar Original. Eines davon ist der Heinz Mückli. Immer barfuß unterwegs und jederzeit hilfsbereit, so kennt man ihn in Schaffhausen. Die Fotostudentin Annik Ramp hat den 58-jährigen Lebenskünstler im vergangenen Sommer während rund 5 Wochen begleitet. Unter dem Titel «Eine kleine Geschichte des Lebenskünstlers Heinz Mückli» sind ein Teil der Bilder jetzt in den Fassbeiz ausgestellt. Wie es dazu gekommen ist und was die Ausstellung beinhaltet, der Beitrag von Andreas Brüllmann. Ein weisser Bart, immer barfuß unterwegs und jederzeit hilfsbereit. So kennt man den Heinz Mückli in Schaffhausen. Die meisten kennen ihn, doch die wenigsten wissen, wer er wirklich ist. Zu denen, die ihn kennen, zählt seit dem Sommer auch die Fotostudentin Annie Kramp. Sie hat den Heinz während rund 5 Wochen mit der Fotokamera begleitet und seinen Alltag dokumentiert. Die Idee, um den Heinz zu porträtieren, ist spontan entstanden. Habe ich probiert herauszufinden, über wer, dass ich das machen könnte. Dann laufe ich ihm Heinz entgegen im Ausgang und dann ist mir das Licht eigentlich aufgegangen. Und dann habe ich gefragt und er hat sofort gesagt, ja, ist super, er ist dabei. Und dann hat es mich auch interessiert, ob es schon mal jemand gemacht hat, so etwas über ihn. Und er hat dann gefunden, nein, es ist noch nie passiert. Und dann hat er gefunden, umso besser. Ja, das war eigentlich so ein bisschen. Und eben spezielle Menschen haben mich eigentlich schon immer so ein bisschen fasziniert. So Leute, die sich nicht einfach so Gesellschaft einreihen lassen. Die Ausstellung zeigt Heinz Mückli an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Menschen. Der Besucher kommt so einen Einblick ins Leben und in die Person von Heinz Mückli über. Eigentlich da, wo man hier an der Wand sieht, ist so ein bisschen sein Leben. Er tut für die Leute zügeln, hilft recyceln, macht Gartenarbeiten und einfach so, wenn die Leute ihn brauchen, dann läuten sie ihm an und er ist da. Plus eben der Rhein und der Ausgang und halt, wie er lebt, ist sehr speziell. In einem Wohnwagen und dann doch nicht ganz gewöhnlich. Die verschiedenen Bilder sollen dem Besucher den Quag, wie sich der Heinz selber nennt, näher bringen. Der Heinz zeigt sich bescheiden über seine Ausstellung, sieht aber auch einen Sinn dahinter. Ich finde, die Bilder sind gut geworden, aber eigentlich Künstler ist das nicht, oder? Es ist eigentlich der Wenig-Kirin. Ich war eigentlich mehr oder weniger nur das Modell gewesen. Aber ich mache all die Sendungen oder auch die Interviews immer wieder mit, wo mit Leuten ein bisschen kennenlernen, wo sie wissen, wer hilft. Und da, wo in allen Alter zum Teil Leute an mich herkommen. Die Fotos sind alle authentisch entstanden, ohne dass Annik dem Heinz gross Anweisungen geben musste. Laut der Künstlerin war der Heinz ein dankbares Fotomodell und hat ihre Zusammenarbeit leicht gemacht. Zum Beispiel von der Kamera hat er sich überhaupt nicht stören lassen. Er hat es fast schon genossen, dass ihn jemand mit der Kamera begleitet. Das war nie ein Thema. Er hat es mir sehr leicht gemacht, um die ganze Arbeit fertig zu machen. Wer jetzt Lust auf mehr bekommen hat und den Heinz gerne möchte näher kennenlernen, der hat noch bis am 26. Februar die Möglichkeit, die Ausstellung in der Fassbeiz zu besuchen. Mehr über den Heinz Mückli erfahren Sie dann übrigens gerade im Anschluss in unserer Sendung heute im Gespräch.